Ja, richtig, habt ihr gesehen, die Fenster müssen auch mal geputzt werden. Juckt uns aber nicht, weil ich habe gestern Abend noch was abgeholt. Ich war einkaufen und ja. Nein, mich hat er nicht abgeholt. Nee, den würde ich immer links liegen lassen. Ja, es ist grau, es ist laut, es wird breit und es wird einfach affengeil. Nämlich unser Hellcat ist wieder da. Und ja, die ganzen Teile liegen quasi hier unten. Die haben wir auch jetzt extra separat foliert, also Auto hingegeben, Teile hingegeben, die ganze Verbreiterung, Verspoilerung ist alles in Grau und Schwarz gehalten. Noch, ne? Aber den bauen wir jetzt erstmal zusammen. Also bauen wir das ganze Prior-Kit dran. Von Radhausschalen bauen über hinten alles zusammenstückeln, bauen, Heckspoiler dran, Flaps dran, was auch immer. Und dann geht er nochmal zu SL Premium, weil dann kommt ja erst die ganze Werbung drauf, die das Ding richtig zum Highlighten werden lässt. Soweit ist jetzt eigentlich der Standpunkt. Wir sind, glaube ich, bei Tag XYZ auch angelangt. Ich denke, wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit erreicht von dem ganzen Projektumbau. Und ja, ich bin einfach ultra gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn das, ich hoffe, Freitagabend auf seinen eigenen Beinen steht und ungefähr so aussieht. Geil, freue mich. Los. Los geht's. Ja, genau, jetzt, ja. Ich weiß gar nicht, wie sehr ihr gleich dabei sein werdet, wenn ich das Ganze zusammenstücke. Ich denke, ab und zu werdet ihr mal reinschauen. Aber Ich glaube, wir ein machen bisschen einfach. brauche ich auch meine Ruhe dabei. Deswegen werdet ihr nicht alles sehen. Ein bisschen brauche ich auch meine kreative Aura um mich rum. Ne? Und so eine Kamera, manchmal kommen die sich ein bisschen in die Quere. Deswegen, wir sehen uns gleich. Das hier ist mein heutiger Zauberstab, den habe ich mir heute quasi extra dafür gebaut. Das ist nämlich ja, von mir ausgedachtet und gefertigtes Spezialwerkzeug. Das war mal ein 8er Schlüssel. Aber wir müssen ja auch irgendwie, also wenn wir es jetzt verschrauben, viele nehmen halt immer irgendwie, sagen wir mal, selbstschneidende Schrauben. Ich hätte aber ganz gerne wirklich metrisches Gewinde mit einer Unterlegscheibe und selbstsichernden Muttern von hinten, damit das Ganze auch längerfristig haltbar ist, und dafür habe ich mir jetzt heute quasi ein Werkzeug gebaut. Dann gehe ich hier hinter schön her, kann das halten und dann kann ich da durchschrauben quasi, ne? Weil da ist ja, das ist ja alles doppelwandig, das kann man ja nicht einfach so rein, es sei denn, man hat einen Kobold, der da drin sitzt und die Mutter gegenhält, aber. Vielleicht sieht man das an meinen müden Augen, es war ein langer Tag und ich habe quasi nur Heckdiffusor, Seitenschweller, beide Seiten und die hinteren Verbreiterungen dran gekriegt. Aber ja, um das Ganze ein bisschen auszurichten und ein paar Kleinigkeiten muss man dann noch anpassen, weil von Grau auf Grau sieht man die Spalte und die Schatten ganz anders als von Schwarz auf Schwarz. Könnt ihr mal ausprobieren.
Das wirkt wie ein ganz anderes Auto und als ob man das Kit vorher noch nie angepackt hätte. Aber wir haben es hingekriegt. Klar, man sieht immer noch, dass es nicht eigentlich ans Auto gehört, aber wir haben es ganz gut mit den Spalten hinbekommen und ich bin echt zufrieden bisher. Aber auch geschafft. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein Päuschen, überlege, wie ich weitermache und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Pause ist vorbei. Eine kleine Erholung muss sein und ja, jetzt mache ich zusammen, genau, Björn zieht sich schon die weißen Handschuhe an. Nämlich, wir machen ihm das Frontschwert, sage ich schon, ich bin schon komplett durcheinander vom ganzen Bodykip im Kopf. Wir machen das Heckschwert dran. So. Quasi unter dem Diffusor kommt das noch runter. Ein bisschen weiter dahin, so. Köpfchen arbeiten. Scheiße, die Riesenfront. Schon geil, ne? Riesig. Ja, was ich jetzt damit mache, ist die ganzen Inlays quasi machen. Also die Gitter, die hier reinkommen. Die Gitter, die hier reinkommen unten. Weil wir übernehmen nicht die Originalen, weil die passen nicht, sind zu klein. Und das, was Prior dabei gegeben hat, ist eher so ein Metall. Ja. Das typische Racing-Gitter. Wollen wir nicht haben, will Freddy auch nicht haben. Wir haben uns hier quasi für ein etwas stabileres und anderes Muster entschieden. Ne, das ist nicht, also vielleicht könnt ihr Unterschiede einfach sehen. Ne. Das ist einfach ein bisschen anderes Muster, ein bisschen größer, ein bisschen stabiler. Ja, passend eben zum ganzen Auto, nicht so klein und grazil, sondern ein bisschen potenter. Und das ja, muss ich erstmal komplett anpassen. Das kostet auch noch einiges an Zeit. Ne? So, das Gesicht der Hellcat. Achso. Nächster Tag, XYZ hoch 1. Wir sind an der Front angelangt. Wir haben jetzt quasi die ganzen Verbreitungen quasi schon dran. Und ja, Beschäftigung jetzt heute mit der Front. Originale Gitter fanden wir nicht so schön, deswegen haben wir ein neues geholt. Quasi so einen Bogen, wo man dann ein neues quasi formen kann. Ist jetzt schon, das obere ist drin, die unteren kommen gleich noch. Sieht eigentlich ganz geil so aus. Oder was meint ihr? Passt, ne? Passt, finde ich, sehr gut dazu. Wir haben uns vorhin schon mal dran gehalten. Wäre richtig gut. So ein bisschen behind the scenes machen wir auch immer. Damit könnt ihr jetzt sehen, wie das Ganze auch von hinten mal aussieht, wenn man es quasi, ja, ein bisschen stabiler möchte, weil das Ding ist ja jetzt, der fährt jetzt nicht irgendwie nur 100 oder 200, sondern das Ding packt auch locker die 300 km/h. Und deswegen haben wir uns eine relativ stabile Lösung für die Gitterbefestigung ausgedacht, weil da drückt ja nur schon mal ein bisschen Wind gegen. Ne? Und damit das Ganze auch hält, haben wir hier quasi Winkel angeklebt. Habe ich gestern Abend noch gemacht.
Ja, damit wir das Gitter nicht nur verkleben können, sondern auch richtig verschrauben können, weil das hält immer noch ein bisschen mehr als nur Klebung, damit das Ganze auch vollgasfest ist. Ja, jetzt werde ich die unteren drei Gitter hier noch anfertigen und dann kann die Front auch nachher dran. So viel dazu. So, Kleber ist trocken und jetzt können wir das Ding hier, wenn du mal aus dem Weg gehst hier, können wir wieder dran bauen. Sam, wird das abgenommen so? Was? Nächsten Schritte ist, dass ich jetzt eben Sam sein Futter gebe. Und dann schrauben wir die Stoßstangen fest. Und dann machen wir einen Frontspoiler dran, machen die Seitenverbreiterungen dran, also die unteren an der Stoßstange. Dann bauen wir vorne die Radhausschale. Dann machen wir die Spurverbreiterung drauf. Dann machen wir die Räder drauf und dann sind wir fertig. Grob. Es dauert natürlich auch viel länger, das werden wir erst morgen sehen. Aber für heute sind wir schon ziemlich weit gekommen. So, willkommen bei MTV Home. Willkommen in meinem Haus hier, in meinem Radhaus. Hier wohne ich zusammen mit meiner Bremse und der Achse. Und ich habe mein Haus ein bisschen vergrößert, habe dann Anbau dran gemacht. Ne? Hier. Schön Anbau, ein bisschen mehr Platz, ne? Für große Räder und sowas. Und ja, so ein, wenn man das nach außen verbreitert, muss man natürlich auch einen Innenausbau machen. Ne? Und das habe ich jetzt gerade so die letzte Stunde gemacht, auf beiden Seiten. Nämlich eine Radhausschale gebaut, weil die alte geht ja quasi eigentlich nur bis hier. Wir haben das Auto ja, wir haben vorhin mal nachgemessen, es sind 8 cm. Also die Zahlen nach 7 und vor 9, 8. 8 cm breiter ist er geworden und diese 8 cm fehlen natürlich auch bei der Radhausschale, ist ja klar. So, was macht man da? Früher hätte man gesagt, ach, wir nehmen PU-Schaum oder Bauschaum und spritzen das aus und schneiden das ab. Bitte nicht machen. Don't do it at home. Deswegen haben wir uns hier so eine PU-Hartschaum-Platte quasi bestellt. Die ist auch ein Kunststoff, auch ein Schaum, aber eben in harter Form. Ne? Und damit haben wir jetzt quasi, oder ich habe damit quasi, die Radhausschale verbreitert. Genau wie wir das Auto verbreitert haben, haben wir jetzt auch die Radhausschale verbreitert. Schön verschraubt mit der originalen Radhausschale und mit der Verbreiterung und mit dem Auto. Also ist mit allen drei Sachen fest kombiniert. Ja, und so sieht das eigentlich von innen auch schön aus, weil ich finde das immer schade, wenn so ein Auto irgendwie verbreitert wurde und die Kotflügel gezogen wurden. Und dann packt man dahinter und packt irgendwie in so eine scharfe Kante oder einfach ins Leere rein, weil da gar keine Radhausschale ist. Aber es soll ja nun mal auch irgendwie fahrtauglich sein, sogar im Regen. Klar, ne, so ein Ding wird auch beim Regen gefahren. Und deswegen muss auch ein bisschen Spritzwasser geschützt sein. Und deswegen überhaupt die Radhausschale, um das Auto eben vor weiteren Schäden durch ja, Dreck, Nässe zu schützen. Ja, guckt euch das mal an. We'll be right back.
ich atme tief auf, denn es geht dem Ende zu. Also nicht mit dem Auto, sondern mit dem Umbau. Und jetzt bauen wir schon mal hier diese Riesenschinken drauf. Ne? Das sind nämlich die Spurplatten, weil wenn das Auto 8 cm breiter wird, muss die Spur ja auch dementsprechend breiter werden. Pro Seite. Pro Seite, genau. Wir wissen, dass das eigentlich nicht die feine Art ist, wie man das macht. Eigentlich nimmt man eine ganz andere Felge bei so einem Umbau mit einem anderen ET und einer anderen Breite, das ist uns schon klar. Aber wenn ihr euch mal durchrechnet, ne, was so ein ganzer Umbau von dem Auto hier kostet, was das Auto alleine kostet, kann man nicht mal eben so einen Satz neuen Felgen kaufen. Ich meine, kann schon, aber man muss ja auch nicht sein ganzes Erspartes in diesem Auto versenken. Deswegen hat Freddy, der Besitzer, sich das quasi für den Frühling und für die nächste Saison aufgehoben. Deswegen machen wir jetzt erstmal für die Messe und für euch und zum Fahren, damit das Ding erstmal fahrbar ist, die Originalfelgen drauf, weil die sind ja nicht hässlich, die sind ja absolut geil, die stehen nur ein bisschen zu weit drin. Und deswegen machen wir jetzt diese großen Spurplatten hier drauf, die wir extra quasi anfertigen haben lassen von SCC. Besten Dank nochmal, dass es so super schnell und unkompliziert ging. Ja, deswegen das Ganze. Also 60 mm hinten pro Seite und 40 mm vorne pro Seite. Ja, ist natürlich eine Hausnummer, ne? Das ist schon mächtig. Aber es muss sein und geht gerade nicht anders, weil keine anderen Felgen da. Habt dafür Verständnis. Wir werden das auf jeden Fall nachholen. Das Hamster spielen hier, ne? Die ganzen Nüsse einsammeln. Wie ihr jetzt auch noch seht, sind die Felgen schwarz geworden. Die waren ja vorher in so einem Gold, ja nicht richtig Gold, aber so goldähnlichen Ton, so ein Bronze-Gold. Passte einfach überhaupt nicht mehr zum Konzept. Deswegen haben wir die, als das Auto bei SL war, als das Auto quasi foliert wurde und ähnlich bewegt wurde, haben die auch noch freundlicherweise Pulver beschichten lassen, ne, in schön matt schwarz. Passt einfach geiler zum Gesamtkonzept jetzt. So wirken die auch noch anders. Klopft da unten. Bin ein bisschen aufgeregt. Und schwitzige Hände. Ich wasche jetzt erstmal meine Hände, ganz in Ruhe. Dann werden wir das Auto starten, weil ist ja ein Ami, kann man nicht einfach mal eben so zurückrollen, musst du starten in Endstart, also neutral ist ja eine Automatik, und dann zurückrollen. Und dann sehen wir erst wirklich, wie der so ganz steht, weil jetzt steht der vorne noch auf dem Bretter und ist noch nicht wirklich eingefedert. Dann wird die aufgeregt. Alter Vater! Mega geil geworden. Das ist ja bei uns immer so, ich mache ein bisschen das Marketing, Dorian macht eben die Montage, Björn das Chiptuning, ist ja bei uns schön aufgeteilt. Aber ich finde es nur wieder geil, wenn du so ein Ding nachher vor dir siehst. Du planst das und machst und tust, bringst die Ideen rein und die Jungs setzen es eben um und es ist geil. Total geil. Ja. Das passt jetzt einfach Sound, Optik. So, liebe Leute, mir ist aufgefallen, wir sagen ganz schön viel so, ne? Also, liebe Leute, ja, er steht auf seinen eigenen Rädern, ich habe mich ein bisschen beruhigt, habe mich gerade im Stuhl daneben gesetzt und das Ganze erstmal angeguckt, gefällt mir sehr, sehr gut und genau wie euch allen stellt sich jetzt mir die Frage, fährt das Ding überhaupt noch? Wie finden wir das raus? Boah.
Probefahrt. Ja, wir werden uns mal ganz demütig jetzt in dieses Monster reinzwängen und dann mal ganz, ganz smooth hier vom Hof rollen, mal so ein paar links lenken, ein bisschen rechts lenken, links lenken, so rum. Und ja, mal irgendwie so den einen oder anderen Huckel mitnehmen, aus Absicht, um zu gucken, ne, wie federt das Ding denn so ein? Reicht das vom Platz oder ist der zu tief? Oder die Räder sind ja um einiges weiter rausgekommen, das heißt, der Lenkeinschlag ist ja ganz anders, ne, mit der Radhausschale. Deswegen müssen wir gucken, passt das? Kann man lenken? Kann man nicht lenken? Wie weit kann man lenken? Kann ich voll fahren? Oder ne, ist es wirklich nur noch jetzt ein reines Shoker, was wir ja gar nicht wollen? Wir wollen das Ding ja wirklich geil von der Optik haben und fast noch geiler vom Fahren her. Und deswegen versuchen wir natürlich, das so fahrbar wie möglich zu machen. Vielleicht müssen wir ein Stückchen höher vom Gewinde her. Würde ich ungern machen, aber wie gesagt, der Fahrbarkeit halber müssen wir einfach mal schauen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, mitkommen. Ja, wir brauchen noch deinen Segen. Wünsche uns viel Glück auf dieser... Ja, viel Spaß, viel Glück und fahrt vorsichtig. Das werden wir, weil der Spoiler ist noch nicht angeklebt, der ist jetzt nur festgeschraubt. Wir haben keine Seitenspiegel, wir haben keine Türverkleidung, wir haben für einmal um mein keine Block Rückfahrkamera. Rein. Das ist wie damals bei Windows, wenn irgendwas ganz groß im Eimer ist, dann kam auch mal so ein blauer Bildschirm. C64. Thomas kennt wahrscheinlich nur die Hälfte von dem Zukunft. Ja, stimmt. Ich kenn's auch nicht. Nee, ne? Du kennst es auch nicht, ne? Oh, jetzt sehe ich den Luftfilter. Ja, genau, da fehlen auch noch eine Gitter drin. Das heißt, wir sind noch im kompletten Rotzustand hier. Man muss sich das jetzt mal überlegen, ne? Das Ding ist pro Seite 8 cm breiter. Das sind nach Adam Riese 16 insgesamt. Das heißt, ne, pro Seite hast du jetzt 8 cm mehr, die von dem Auto wegstehen. Ich glaube, die Kotflügel sind breiter als die Spiegel jetzt, oder? Wir haben keine Spiegel. Da war was. Pass auf, jetzt kommt ein Huckel. Schon Schlimmeres gehört. Natürlich jetzt der Super-GAU, wenn uns jetzt hier auf der Probefahrt, ne, genau solche Leute dann irgendwie in die Karre reinrollen. Das wäre blöd. So eine Kurve mit 40 geht auch. Da war minimal was. Hast du das gehört? Da war ein bisschen was. Ja. Aber minimal. Ja. Er fährt sich aber schon anders durch die Spurverbreiterung, diese breitere Spur. Irgendwie ist das anders. Das Lenken alleine ist, wie gesagt, der Lenkwinkel ist jetzt ganz anders. Der Lenkradius. Das fühlt sich schon anders an. Viel schlechter? Anders. Aber nicht so, dass du sagst, stören. Nee, nicht unangenehm anders, aber anders auf jeden Fall. Also das merkt man. Psst. So eine Kurve mit ein paar Huckeln. So ein Huckel. Ja, ist easy. So ein Huckel. Das ist okay, also. Wir sind hier auf der Landstraße. Und ich fühle mich, als ob ich in so einem LKW sitze, weil wir kaum auf diese Landstraße drauf passen. Aber hier sind einfach ein paar schöne Huckel, die ich kenne und da, wo ich weiß. Ich glaube, wir nehmen die komplette Breite einmal ein. Hoffentlich kommt uns jetzt kein Trecker mit einem Güllefass entgegen. Das wäre sehr scheiße. Auf den Huckel bin ich jetzt gleich gespannt. Den kenne ich nämlich, den kenne ich gut. In der Kurve da? Ja, in der Kurve der Huckel. Das heißt, man lenkt ein und ein Huckel. Eigentlich das der Worst Case für so ein Auto, aber da müssen wir jetzt einfach mal einmal durch. Nichts gehört. Ich habe auch nichts gehört. Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört. Beziehungsweise, wenn man offensichtlich über so einen Huckel fährt und was hören will, müssen wir vom Gas gehen, weil sonst hört man nichts. Hä? Oder? Ist was dran. 1A. Ihr merkt vielleicht an dem Nicken von dem Kopf und der Kamera, dass wir die Huckel immer stärker nehmen. Wir wollen die Grenzen austesten von dem Ding hier. Ne? Wo ist Feierabend? Aber bisher ist das alles okay. Ey, das ist ein leichter Slalom bei 80 km/h. Das geht klar, oder? Ich habe hier nichts, wo ich mich anlegen kann, ja, weil... Es tut mir leid. Es ist einfach... Es ist einfach so. Es
ist immer muss geil. Jetzt, ja, ich freue mich gerade wirklich, dass es so geht. Was machen wir jetzt Schönes? Du zeigst, den, so, oder? Du zeigst den Leuten jetzt, was werden könnte. Wir haben uns ein paar Designs einfallen lassen und ja, sind uns selber noch nicht ganz schlüssig. Wir diskutieren das gleich noch aus. Wollt ihr schon mal sehen? Was genau? seht ihr auf S Motor Show? Oder im dazugehörigen Carporn, aber der erscheint jetzt leider nicht in diesem Video, sondern in einem separaten Video. Sorry, Jungs. Wir sehen das Auto auf Essen Motor Show, ne? Ihr werdet es sehen. Das ist, denke ich, die Hauptsache, ob jetzt direkt im Anschluss hierzu, aber sonst wird das zu viel. Und dieses Ding, das verdient einfach einen eigenen Carporn. Das können wir jetzt nicht hier dranhängen, das geht gegen die Religion. Deswegen, wir machen uns jetzt auf zum Folierer. Ihr freut euch jetzt aufs Carporn oder auf die Essen Motor Show und alle sind happy. Halle 6, B100, steht der dann. Muss dann erwähnt werden. Richtig. Gut. Alles klar. Ciao. Bis später.